Wir schauen nach St. Ingbert. Ihr habt eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Eine Perle in St. Ingbert. Toll. Das haut es wirklich weg. Man kommt hier rein, es ist ein Studio aufgebaut, es wird ins Fernsehen übertragen. Das ist schon sehr beeindruckend. Donnerstag startet das Filmfestival in St. Ingbert, das Bundesfestival Junger Film in St. Ingbert. Schon jetzt hat es sich zum wichtigen Szenetreff entwickelt. Tolle Atmosphäre, tolles Festivalteam. Mir hängt jedes Mal die Kinnlade runter, wie die hier sozusagen Ben Hur auf die Bühne stellen, inklusive Tierdressurnummer. Ich kann Ihnen sagen, mir schlägt hier das Herz von der Fußsohle bis in den Hals, einfach weil es so schön ist, wieder hier zu sein. Echt, ihr habt das Ding hier super schön gerockt mit euren Leuten. Wirklich, dass es sehr, sehr, also mit so viel Liebe zum Detail gemacht ist. War auch total schön, da am Abend zu sitzen, ne? Also da zu sitzen in einem Freilichtkino, total tolle Atmosphäre. Schön, dass Sie da sind hier im Studio. Schön, dass ihr da seid vor den Bildschirmen. Wir waren vor einem Jahr, haben wir ja gestartet, wussten nicht so richtig, wie wird das denn mit Filmreif hier. Dann waren es irgendwie 4 Tage voller Filme. Mit Filmemachern aus ganz Deutschland, die in der Turnhalle übernachtet haben, mit ganz vielen schönen Begegnungen. Von 0 auf 100 im Prinzip, ne? Also von Lockdown auf, nee, wir müssen ein Festival machen. Da sind so viele Kurzfilme, die wir zeigen wollen. Na, das Tollste an Kurzfilmen ist ja einfach, dass sie sich all das leisten können, was dann oft im Spielfilm nicht möglich ist. Man kriegt mich mit Herz und Ehrlichkeit. Und da haben wir uns gesagt, nee, das müssen wir jetzt irgendwie jedes Jahr machen. Ich habe das wirklich wahnsinnig genossen, alle Filme gemeinsam mit euch zu schauen und darüber zu sprechen. Das war wirklich total schön. Das war super. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dito. Das ist was, was mich heute hier stolz macht, so ein Team hinter uns zu haben, das wirklich hier mit Herzblut und Leidenschaft dahinter steht und das all das in kürzester Zeit erst möglich gemacht hat. Liebe FilmemacherInnen, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Eröffnung des Bundesfestivals Junger Film. Bitte begrüßen Sie Ihre Moderatorin, Isabel Sonnabend. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. An die Jurys, an die Filmschaffenden, an alle Gäste, die heute schon gekommen sind, um mit uns die Eröffnung zu feiern. Es ist ganz toll, dass wir heute wieder hier sind. Ich stehe neben einer Palme, Open Air, bei tollem Wetter. Was kann es eigentlich Schöneres geben? Wir haben uns gedacht, dieses Jahr starten wir mal tatsächlich Open Air. Das ist die Premiere für Open Air. Es ist aber auch was ganz Besonderes, jetzt 5 Jahre Filmfestival, 5 Jahre Junger Film. Das klingt, ich sag mal, in Menschenjahren jetzt nicht so lang, aber wir sagen immer, Festivaljahre sind wie Hundejahre. Wir fühlen uns seit mindestens 50 Jahren hier zusammen, sind schon sehr eingespielt, haben wirklich hunderte von Filmen miteinander geschaut. Und was ich ja so toll finde an Filmen ist, wir tauschen uns über Filme aus. Also jeder, der hier kommt und der einen Film zeigt, der gibt ja ein Stück von sich raus in die weite Welt. Und ich denke, gerade so in diesen wilden Zeiten ist Austausch und Offenheit miteinander ganz wichtig. Wir haben aus über 400 Filmen ausgewählt. Es sind 77 geworden in diesem Jahr. Und ja, ich will nicht lang schnacken, wir legen gleich los. Wir haben nämlich heute auch noch 2 Filmblöcke vor uns, die ganz toll sind. Und vorher möchten wir aber auch die Jurys noch vorstellen und die Ehrengäste. Wir starten mal mit den Ehrengästen. Jetzt brauchen Sie ein bisschen einen langen Atem. Es ist nämlich eine etwas längere Liste und ich hätte gern, dass der Letzte bzw. die Letzte auf der Liste mindestens genauso viel Applaus bekommt wie der Erste. Wir können das aber jetzt einfach mal versuchen. Also so mittelmäßig anfangen, wie beim Sprint.
Nee, wie beim Langlauf, ne? Andersrum. Dann fangen Sie jetzt mal so mittelmäßig an zu klatschen. Und zwar für Professor Dr. Uli Meier, Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Nadine Backes, die Bürgermeisterin von St. Ingbert. Sie können auch gern kurz aufstehen. Markus Schaller, in Vertretung des Landrates. Sebastian Thul, Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz. Roman Bonner, der SR-Fernsehchef. Christine Pfeiffer, ja, du winkst mit der Kappe, das reicht auch. Referentin des Programmdirektors. Dann haben wir Ruth Meier, die Geschäftsführerin von den Saarland-Medien. Wir haben Nil Werbe, Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung und Kultur. Ingo Nietert, der Kulturamtsleiter St. Ingbert. Erik Schrader von der Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung. Stefan Ritschi, Filialdirektor Kreissparkasse. Maximilian Raber, Fraktionsvorsitzender der SPD. Und Vivian Rupp, die Vorsitzende der Saarpfalz Kultur e.V. Vielen Dank. Jetzt noch mal einen kräftigen Applaus zum Schluss für alle. Hat ja gut geklappt. Und was wäre so ein Festival ohne eine Festivalleitung, die wirklich mit allem Herzblut dabei ist, bis zum letzten Tropfen, der übrig bleibt? Jörn Michaeli, künstlerische Leitung, und Fabian Roschi, die organisatorische Leitung. Bitte einen tosenden Applaus für die beiden. Ja, gut, dass wir es geprobt haben. Hat ja gut geklappt, jetzt steht er ja hier gerade. Wie ist es denn? Ich habe gerade eben schon gesagt, ich finde 5 Jahre Festivaljahre fühlen sich an wie 50. Wie ist das für dich? Ja, oder 500 könnten es auch sein, ja. Jetzt so vor allen Dingen nach der ganzen Vorbereitung. Du hast ja auch alle Filme gesehen und mit ausgesucht. Gab es in diesem Jahr Schwerpunkte oder was besonders aufgefallen ist? Schwierig. Also ich glaube, es ist immer noch so die Nachwirkung von Corona zu spüren, oder wir sind ja auch noch in Corona und es ja irgendwie noch begleitet uns alle, und ich glaube auch die Filmschaffenden. Wir haben relativ viele Dokumentarfilme, das hatten wir im letzten Jahr auch schon beobachtet, und viele Animationsfilme. Vielleicht, weil es einfacher war, in kleineren Gruppen zu arbeiten. Bei szenischen Filmen, fiktionalen Sachen brauchen wir oft größere Teams und das ist dann meistens schwieriger. Aber ansonsten inhaltliche Schwerpunkte, vielleicht, dass es viel in die Familie zurückging. Wir haben ganz viele Familiengeschichten, vielleicht, weil die Filmschaffenden auch nichts anderes, das könnt ihr mir nachher beantworten. Nichts anderes gesehen. Als ihre eigenen 4 Wände gesehen haben, vielleicht ist es das. Aber ganz viele Familiengeschichten tatsächlich, sehr, sehr auffällig. Spannend. Und Fabi, wir müssen auch jedes Jahr wieder nochmal lobend erwähnen, von wem wir alles unterstützt werden. Ja, ich mache dann mit einer Liste weiter. Sie dürfen dann auch klatschen. Allen voran natürlich gilt unser Dank der Stadt St. Ingbert, die uns finanziell, personell, materiell unterstützt, auf jegliche Art, wie nur irgendwie möglich. Dann unser Medienpartner, den Saarländischen Rundfunk, den Hauptsponsoren, dem Ministerium für Umwelt und Verbrauchersschutz, den Saarland Medien, der Saarland Sporttotto GmbH, der Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung der Kreissparkasse Saarpfalz, der Stiftung für Kultur und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz sowie allen anderen Ministerien des Saarlandes und den zahlreichen weiteren Sponsoren, Partnern, Unterstützern und allen, die heute hier sind, nicht zuletzt dem riesengroßen Team, das wir wieder haben, ohne die all das nicht möglich wäre. Vielen Dank, genau, kann man auch mal rufen, genau. Und jetzt haben wir natürlich so, ja, für den Vorgeschmack, damit wir alle schon... Nur ganz kurz, weil du hattest uns angekündigt, was wäre ein Festival ohne Festivalleitung? Ja. Es würde irgendwie auch funktionieren. Ja. Also es würde schon irgendwie funktionieren, aber es ginge nicht ohne dieses Team. Ja. Es geht nicht ohne diese Menschen, die man ganz kurz eben einmal gesehen hat und die da gerade stehen und uns gerade zugucken. Wenn ihr einmal winken würdet, weil das sind eigentlich die filmreif sind und die dieses Festival möglich machen. Und auch die gerade nicht da sind, sondern drinnen an der Infotheke stehen. Das geht natürlich auch an die. Ich hoffe, ihr hört uns. Wir zwei sind ja nur die zwei mit der verrückten Idee im Kopf. Aber wenn es niemand umsetzt, deshalb. Na, irgendwo muss das Pflänzchen ja auch starten. Genau. Ne? Ja. So, und Jörn, du hast ja, das habe ich schön gesagt, oder? Ja, nach 5 Jahren fällt mir da auch ab und zu was Gutes ein. Du, Jörn, du hast ja auch was mitgebracht, damit es so einen kleinen Vorgeschmack gibt so für die nächsten Tage, damit ihr das ein bisschen fühlen könnt, wie das in den nächsten Tagen so wird. Alles ist auch da. Das ist ein ganz netter. Ist das da gerade oben, Küsser? Wegen mir können wir gehen. Wir sind doch gerade erst gekommen. Was hast du ihr erzählt? Nichts. Sie hat nicht gefragt. Sag die Wahrheit, Selina. Mach ich doch, Mann, du tust mir weh. Lass uns das morgen einfach durchziehen. Du und ich. Okay. Entschuldigung.
Das ist eine Million, Jesus. Ich liebe dich. Wir machen jetzt Rotweinmarkt jetzt auf. Muckelig, also siehe. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass du entscheidest, was dich glücklich macht. Aber zwei von zwei Menschen würden es sicherlich weiterempfehlen. Wir haben gerade schon von Teams gesprochen und es geht natürlich auch nicht ohne ein tolles Moderationsteam. Ich bin hier ja nicht alleine, sondern ich habe ein ganz tolles Team, was mit mir diese Tage moderiert, was Open Air hier auf der Bühne steht, was sie durch die Filmtalks begleiten wird, was euch durch die Filmtalks begleitet. Liebe Lisa Krause, steh doch bitte mal auf, dass ich alle sehen können. Sag mal Hallo. Du bist zum ersten Mal tatsächlich dabei. Guck mal, stell dich mal so, dass dich alle sehen können, die auch weiter hinten sitzen. Du bist zum ersten Mal dabei und du hast auch einige Filme für deine Filmblöcke schon gesehen. Wie war es denn für dich? Was hattest du für einen Eindruck? Ja, ich habe ungefähr 15 Filme, glaube ich, gesehen. Heute sogar zum Teil zum zweiten Mal und ich musste mich nicht durchquälen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war tatsächlich sehr überrascht, wie gut die Filme sind, sehr bewegend, auch lustig, einige Komödien sind auch dabei und es macht Spaß, ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Mhm. Vielen Dank an dich. Dann gehen wir mal eins weiter hier, beziehungsweise zwei weiter. Erstmal Karl, lieber Karl, du bist, ja, auch alle mal aufstehen, genau, du bist seit 2020, das gehört zur Höflichkeit dazu hier heute Abend, ne? Hallo Karl. Hallo, ja. Du bist seit 2020 dabei. Genau. Wie hast du es denn beobachtet, wie sich das Festival entwickelt? Der Start war ja für mich ein bisschen anders, weil das da die reine Online-Fassung war und ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal hier auch Open Air erlebt, was ich super cool fand und auch die St. Ingberter Kinos natürlich zum ersten Mal so richtig schätzen gelernt habe und auf die freue ich mich jetzt auch wirklich, auf diese sehr besondere, sehr gemütliche Atmosphäre tagsüber im Kino zu sitzen. Also insofern habe ich nicht so die ganze Schau auf die 5 Jahre, weil die letzten 2 Ausgaben ja auch sehr unterschiedlich waren. Mhm. Ja, jedes Jahr was anderes. Ich finde es aber schön, was du sagst mit diesem familiären, wenn man zusammen im Kino sitzt und sich dann noch austauscht, das ist wirklich was ganz Besonderes. Vielen Dank an Karl Rolzhofen. Und damit kommen wir zu Oliver Hottong. Hallo. Hallo, lieber Oliver. Guten Abend. Du bist jetzt schon länger dabei und du hast ja auch was Besonderes überlegt. Jetzt für die Preisverleihung können wir schon verraten. Naja, das hat nicht ich mir überlegt, das hat Jörn uns ans Bein gebunden. Der hat sich was zum 5. Geburtstag gewünscht. Also die Sache ist die, Isa hat ja immer Filme gedreht über das Festival und auch mal so einen Pinguinfilm und sowas, also da liegt die Messlatte hoch und Jörn hat irgendwie rausgefunden, dass ich so eine Vergangenheit als Theaterkomponist habe und da hat er gesagt, oh, mach doch mal so einen Film, wo dann an der Preisverleihung ich dann live dazu Klavier spiele. Ich sterbe vor Lampenfieber. Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung. Ja, richtig. Ja, und das, Isa, das machen wir jetzt. Du den Film, ich die Musik. Ja, und ich habe das Stück auch schon gehört, es ist ganz fantastisch geworden. Also das können wir nur sagen, da steckt auch ganz viel Leidenschaft drin und das können wir jetzt schon mal ja, so ein kleines bisschen verraten. Aber wer es hören möchte live, der muss zur Preisverleihung kommen. Vielen Dank, lieber Oliver Hottong. So, damit komme ich hier eine Reihe weiter vor zu Roman Bonner, SR-Fernsehchef. Lieber Roman, guten Abend. Schönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Sehr Guck gerne. Mal, schau mal, da ist die Kamera. Ah ja, hallo. Du kennst dich ja mit Kamera gut aus. Ja. Muss jetzt ja nicht betonen, dass bewegtes Bild etwas ist, mit dem du dich gut auskennst. Aber wie ist es denn mit Kurzfilmen? Ich sehe Kurzfilme auch meistens bei kleinen Festivals oder größeren Festivals. Hofils beispielsweise ist so eine Sache. Wir haben die Möglichkeit genutzt, im letzten Jahr auch mal im Nachtprogramm einige auszustrahlen. Also ich finde es toll, wie experimentiert wird teilweise, muss man sagen. Aber auch, was man teilweise schon an tollen Produkten kriegt, sehr bemerkenswert. Mhm. Auf was freust du dich denn in diesem Jahr? Also der Jörn hat ja bei uns mal angefangen beim SR, der hat sozusagen die ersten Schritte gemacht, ist dann ins Volontariat gegangen und ich muss sagen, diese Arbeit bewundere ich, wie zielstrebig ein junger Mann solche Dinge verfolgt, ein Jersey Festival mit seinem Team richtig auf die Beine stellt und deshalb, ich bin zum ersten Mal dabei, wenn ich das hier sehe, das erinnert mich an Urlaub, das erinnert mich an andere Städte. Wenn ich die Palme sehe, denke ich an die Palme von Cannes, das ist die grüne Palme von St. Ingbert. Das ist doch ein schönes Zeichen. Sieht absolut ähnlich aus, finde ich auch. In die Richtung sollten wir gehen, in die Richtung sollten wir uns entwickeln. Ne? Vielen Dank, Roman. Okay, gern. Palme von Cannes haben wir auch noch nicht gehört. Ne? Aber gut, wir werden ja immer größer.
Markus Schaller, herzlich willkommen in Vertretung für den Landrat des Saar-Pfalz-Kreises. Hallo. Was ist denn Ihr Bezug zu Film? Ja, der Bezug zu Film ist also erstmal, dass Filme einfach Kunstwerke sind. Und man hat Unterhaltung, man hat natürlich aber auch die Möglichkeit, im Film mal zu sehen, welche Frage man sich vielleicht über sich selbst oder auch über die Gesellschaft stellen sollte. Und Kurzfilme sind eigentlich ja, das, was für die Literatur Lyrik ist, nämlich die wirklich kondensierte Botschaft, Dinge nochmal zu erfahren. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank an Herrn Schaller. Damit gehe ich nochmal hier eins weiter. Ja, heute brauchen Sie ein bisschen längeren Atem beim Klatschen, aber Sie werden nachher mit tollen Filmen auch noch belohnt. Erik Schrader, Herr Schrader, sagen Sie noch mal Hallo. Guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. Sie sind von der Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung. Was gehört denn zu, ich sag mal, gesellschaftlicher Bildung, staatsbürgerlicher Bildung beim Film für Sie dazu? Das ist sozusagen ein breiter Komplex. Also wenn ich jetzt überlege, Begriffe wie Heimat, aber auch Liebe, Beruf, Berufung, das sind alles gesellschaftlich relevante Themen. Und das sind alles Themen, über die geredet und gesprochen werden muss. Und ich denke, der Kurzfilm ist dann besonders spannend und vitalisierend, weil es ja halt auf einem zeitlich begrenzten Raum dargestellt wird, komprimiert, wie im Katalysator. Und was natürlich für uns, für die GSB auch sehr wichtig war, dass in der Regel der Kurzfilm ja ein junger Film ist. Und das halten wir auch für besonders spannend, weil es ja wichtig ist, dass über solche Dinge dann generationsübergreifend geredet wird und die junge Gesellschaft auch eine Stimme bekommt. Der Film als Katalysator finde ich einen sehr schönen Gedanken. Vielen Dank an Sie. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. So, dann kommen wir zu einem für mich sehr bekannten Gesicht, Stefan Ritschi von der Kreissparkasse. Wir haben uns ja auch schon jetzt öfters hier gesehen. Ne? Richtig, jawohl. Ja. Wie ist denn für Sie das Festival wachsen zu sehen? Das ist traumhaft, einfach das hier wachsen zu sehen, weil gerade in St. Ingbert oder im Saar-Pfalz-Kreis so ein Magnet zu erleben, der überregional dann auch strahlt, das ist dann auch für uns was ganz Besonderes hier im Saar-Pfalz-Kreis. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Wir haben eben schon gehört, es ist immer eine kuschelige, schöne, familiäre Atmosphäre, wenn man sich das austauscht. Was ist denn für Sie? Also für mich wäre es jetzt schön, wenn das Wetter jetzt über die Tage so bleibt und dass wir dann auch draußen im Open-Air-Bereich einiges sehen könnten und freue mich dann auch auf gesellschaftspolitische Filme, die jetzt auch so ein bisschen die Zeit widerspiegeln, weil das Festival ist ja so ein bisschen ein Spiegelbild auch, sag ich mal, der Gesellschaft. Das ist Film ja ganz oft. Vielen Dank. Wir machen dann noch einen kleinen Sonnentanz. Ich glaube, es wird schon klappen. Beziehungsweise ich glaube auch zu einem richtigen Festival, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gehört ja auch immer so ein Tag so richtig Regen dazu, oder? So richtig Regen und Gewitter. Und wir sind ja auch vorbereitet. Jemand sagt hier nein. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, damit Herr Meier, bin ich bei Ihnen, Uli Meier. Und ich nehme Sie auch gerade mit nach vorne. Sie haben die Ehre, die erste Rede für heute Abend zu halten. Herr Meier, und Sie wissen ja, sage ich Ihnen, wenn wir hier so im Gänsemarsch wie in der Schule nach vorne gehen. Sie wissen ja, wir sind ein Kurzfilmfestival und die Reden sind auch ein bisschen kürzer. Reden, ich, ne? Bei Kurzfilmen darf man lange reden und bei Langfilmfestivals darf man kurz reden. Ich glaube, da haben wir uns jetzt nicht ganz richtig verstanden. Aber Herr Meier, Sie haben das schon im Griff. Herzlich willkommen, das ist Ihre Bühne. Ich bleibe hier unten, Sie gehen da oben an den Kasten mit dem schönen F für Filmreif drauf. Bitte einen Applaus nochmal für Herrn Meier. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie natürlich am heutigen Abend hier in St. Ingbert begrüßen zu dürfen. Und als ich eben im Rückblick nochmal die Bilder von 2019 gesehen habe, da ist mir eine Sache nochmal in Erinnerung gekommen. Wir können in den nächsten Tagen nochmal das erleben, was uns wichtig ist, auf was wir in den letzten zwei Jahren auch verzichten mussten, was wir erlebt haben, was unser Leben schön macht. Familiäre Atmosphäre ist angesprochen. Wir können wieder die Film-Community erleben. Wir können wieder Menschen treffen. Wir müssen den Abstand und die Maske nicht mehr haben. All das sind Dinge, die wichtig sind. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir nochmal erfahren, dass das, was wir haben, alles andere als selbstverständlich ist. Corona hat uns gezeigt, vieles von dem, wie wir leben, ist eben nicht selbstverständlich. Und ein Ereignis der letzten zwei Jahre ist leider noch nicht lange her, rund drei Monate, der Krieg in der Ukraine. Auch das erleben wir in diesen Tagen wieder, wie wichtig es ist. Wir leben in einem freien Land, wo man ein Festival machen kann, wo man eben nicht befürchten muss, dass entsprechende Sirenen angehen und man verschwinden muss. Rundum,
Das sind ein paar Tage, auf die wir uns nach den Entbehrungen der letzten 3 Jahre wieder wirklich freuen konnten. Und ich bedanke mich natürlich bei dem Team, die das hervorragend machen. Das ist ja eine richtige Großfamilie, da packt jeder mit an. Herzliches Dankeschön für Ihr Engagement und ich drücke beide Daumen, dass es möglichst regenfrei abläuft. Viel Erfolg! Vielen Dank. Vielen Dank an Herrn Meyer. Und damit kommen wir zu Ruth Meyer, der Geschäftsführerin der Saarland Medien. Frau Meyer, ja, herzlich willkommen. Sie legen schon einen kleinen Sprint ein. Die Zeit haben wir, ne? Schön, dass Sie da sind. Ja, ein bisschen Bewegung tut gut, da haben Sie recht. Ja, liebe Festivalfreunde, liebe Abgeordnete, Herr Staatssekretär, Oberbürgermeister, liebes Filmteam. Zunächst mal Jörn Michaeli und Fabian Roschi, das ist ein Volltreffer im 3. Jahr. Ihr habt es zum 3. Mal geschafft, die Preisverleihung dahin zu legen, wo ich gerade mal ein paar Tage Urlaub habe. Aber in diesem Jahr habe ich es Gott sei Dank geschafft, zu der Filmvorführung da zu sein. Ich freue mich sehr und will auch nochmal sagen, das Festival ist der saarländischen Filmförderung, den Saarland Medien, ans Herz gewachsen und passt wunderbar in unsere Förderkulisse, wenn ich das mal so sagen darf, und zwar unter dem Gesichtspunkt Nachwuchsförderung. Wir haben quasi noch vor diesem Festival junger Film ja Crea Jeune, wo die ganz jungen Nachwuchstalente abholen. Hier geht es quasi bis zum Abschlussfilm. Ich sehe unsere Frau Cho von der HBK, die das hervorragend begleitet. Und dann wäre quasi die nächste Stufe, Max Ophüls, eben schon erwähnt worden. Und wenn es dann ins große Kino geht, haben wir noch den Günther-Rohrbach-Preis, wo man dann vielleicht nochmal zum Tragen kommen kann. Also, wir haben im Saarland schon eine ganz schöne Filmlandschaft und ich bin sehr, sehr froh, dass das hier sich so gut einpasst. Und eben ist auch erwähnt worden, gerade das Geschichte erzählen ist, glaube ich, in dieser Zeit sehr wichtig. Ich bin ganz gespannt, wie auch die Frage jetzt des Ukraine-Kriegs sich in den Geschichten der Jungen, der Jüngeren wiederfindet. Wir waren so ein bisschen erinnert, auch bei den Saarland-Medien nochmal, an den Film aus den 60ern, Dr. Strange, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Wir hoffen, dass ähnliche Erinnerungen uns durch künftige politische Entwicklungen erspart bleiben. Noch zum Filmstandort Saarland und der Chance. HBK habe ich schon erwähnt, wir haben auch Location Guides und hatten jetzt gerade auch nochmal mit den Filmen, die wir zurzeit feiern, in Wahrheit die Krimireihe des ZDF, aber der SR unterstützt ja auch sehr den Tatort. Oder übermorgen ist ein Kinofilm Immenhof, der immer im Saarland gedreht wird, der wegen der Locations kommt. Wir können leider nicht dienen mit einem Produktionsstandort, aber mit kreativen Filmschaffenden und denke ich auch mit dem Punkt Technologie. Film ist immer mehr auch technologisch geprägt und auch, ich glaube auch da haben wir als Saarland eine Chance, auch überregional eine größere Rolle zu spielen. Also genießen wir heute Abend gemeinsam die Atmosphäre. Ich freue mich sehr auf die Filme, wünsche allen viel Erfolg. Vielen Dank an Ruth Meyer. Damit kommen wir zu unserer letzten Rede für heute. Sebastian Thul, Staatssekretär für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich habe gesagt, ich muss erst mal gucken, ob die Palme echt ist. Von Weitem sieht es ein bisschen nach Plastik aus. Und? Ja, sie ist echt, glaube ich, oder? Ja, sie ist echt. Nee, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und ich freue mich, dass ich auch Grüße von der Ministerin Petra Berg überbringen darf. Seit 2018 gibt es das Festival, seit 2019 ist das Ministerium damals noch für Umwelt- und Verbraucherschutz fester Bestandteil dieses Festivals und wir sind verdammt stolz darauf, was Sie, was ihr daraus gemacht habt, wie ihr es weiterentwickelt habt. Deswegen von mir erstmal ein ganz dickes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Festival stetig wächst und sich nachhaltig weiterentwickelt. Vielen Dank. Wir haben uns jetzt ganz viel an Corona erinnert, kleiner Memo, es ist auch noch nicht weg und wir haben auch das Stichwort Ukraine-Krise gehört. Bevor diese zwei Themen so im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte waren, war eigentlich Klimaschutz
Nachhaltigkeit, die Themen der Zeit. Und wir haben gedacht, es könnte dem eigentlich keinen Abbruch geben. Und das ist es auch immer noch. Und es darf auch keinen Abbruch geben. Und damit es keinen Abbruch gibt bei der Diskussion um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, deswegen fördern wir unter anderem mit dem Nachhaltigkeitspreis auch dieses Festival. Ich sage mal so, bei dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, da brauchen wir keinen Erkenntnisgewinn mehr. Wir müssen es einfach umsetzen. Also, ja, wir wissen eigentlich, die Wissenschaft erzählt uns irgendwie seit 30 Jahren, dass dieser Planet vor die Hunde geht. Und irgendwie seit gefühlt gestern tun wir aktiv was dagegen. Und wir können noch viel mehr tun dagegen. Ich sage mal so, dass Nachhaltigkeit in Sachen Klamotten kaufen, in Sachen Elektro, dass in Sachen Ernährung Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig ist, ist uns irgendwie allen bewusst. Und trotzdem ist das Kaufverhalten so, dass die SUV-Anmeldezahlen gerade durch die Decke schießen und dass man lieber das von der Nahrungsmittelindustrie angepriesene Superfood einmal quer über den Planeten fliegt, Stichwort Quinoa, statt hier Leinsamen, der in ungefähr die gleichen Inhaltsstoffe hat, ja, aber viel, viel gesünder ist, hier aus der Region kommt, zu genießen. Das zeigt eigentlich, dass das Thema Nachhaltigkeit will irgendwie jeder was damit zu tun haben, aber keiner oder wenige wollen es umsetzen. Und wir wollen mit diesem Preis dazu anregen, dass einmal das Filmproduzieren nachhaltig ist. Ja, ich sehe, hier haben so einige Sofas und Couches definitiv eine Wiederbelebung gefunden. Die wären ansonsten wahrscheinlich ausrangiert worden. Das ist ganz toll. Die sind ja auch immer noch gemütlich und man kann sie nutzen. Das ist schon mal vorbildhaft. Aber dass zum einen das Filmproduzieren nachhaltig ist und dass vielleicht auch das ein oder andere Thema eines Films auch die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz ist, weil der Film ist eigentlich ein optimales Medium, um Sachen zu transportieren. Ich glaube, es gibt keiner von uns, der nicht schon bei dem Thema Atomkraft gewisse Filme im Hinterkopf hat. Tschernobyl war jetzt auch nochmal Jubiläum, wurde immer wieder in den Medien verfilmt, unterschiedlich. Und das zeigt eigentlich, wie stark auch die Macht des Films ist. Und ich würde mir wünschen, dass auch zukünftig die Macht des Films genutzt wird, um unseren Planeten ein bisschen besser zu machen, denn wir haben nur einen und wir müssen gucken, dass wir den retten und dafür können wir jeden gebrauchen und deswegen unterstützen wir dieses Festival. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei diesem Festival und viel Erfolg für die Organisatoren. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt muss ich hier vielleicht einen kleinen Sprint einlegen. Ihr seid nämlich ein bisschen weiter da hinten. Ich möchte euch und Ihnen nämlich jetzt die Jurys vorstellen. Die sind noch nicht ganz vollzählig, aber zum Teil schon da, was mich sehr freut, dass man auch mal weiß, wer die Filme hier so bewertet, wer das alles so ist. Du bist David Donner, oder? Das ist unsere, ja, Nachwuchsjury. Willkommen, ein Applaus. David Donner ist ein fantastischer Name, muss ich dir erst mal sagen. Ja, danke schön. Lieber David, ich spare mir aber jeden Witz darüber. Mit Sonnabend hat man es nämlich auch nicht leicht. Ne? David, ich habe gesehen, du beginnst an der Filmhochschule in Paris nach dem Abi. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist der Plan. Also ich bin dort jetzt eingeschrieben und ich sollte dort jetzt Ende September beginnen. Und warum zieht es dich in die Filmwelt? Was ist es bei dir? Ich finde, Film ist einfach eine Mischung aus verschiedenen kreativen Aktivitäten. Also da kann man, es wird Literatur, Fotografie, Musik, alles wird eingebracht und ich finde, diese Mischung ist einfach, was Film so besonders macht. Mhm. Was würdest du denn sagen, was dich so begeistert an einem Film, wo du sagst, ja, der ist es? Wenn ein Film einen von vorne bis hinten mitreißt und zum Nachdenken anregt, und man wirklich hinterher, wenn der Abspann läuft, wirklich einem durch den Kopf der Film nochmal geht und man wirklich nochmal nachdenkt, was war das jetzt gerade? Vielen Dank, haben wir schon mal einen kleinen Eindruck an David Donner. Dann kommen wir zu Eleonore Meyer. Du bist ja auch schon ein bekannteres Gesicht hier. Was ist denn für dich ein guter Film und auf was freust du dich am meisten? Was für mich ein guter Film ist? Also ich glaube, ich würde mich da dem David anschließen. Also auf jeden Fall mal einen Film, der einem zum Nachdenken anregt und ja, der auch natürlich auch optisch anspricht.
Und was ich auch letztes Jahr schon mal erwähnt habe, der auch irgendwie so gesellschaftlich vielleicht nochmal so eine Ebene reinbringt, also dass man eben nochmal drüber nachdenkt und da vielleicht auch einiges reininterpretieren kann, was man erst so beim zweiten oder dritten Mal sehen bemerkt. Auch ein schöner Gedanke. Vielen Dank dann an dich, Eleonore. So, du bist neu, ne? Timo Topschuh. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau. Ja. Herzlich willkommen. Timo, ich habe gesehen, du wirst Filmschauspieler werden. Ist das richtig? Das ist richtig. Im September geht es bei mir los in Köln. Jawohl, in Köln. Für was begeisterst du dich denn? Gut, Schauspiel wissen wir jetzt schon, aber sitzt du jetzt auch in der Jury? Ja, genau. Film allgemein. Ich finde es einfach ein total schönes Medium. Und klar, hier wurde jetzt schon sehr ins Detail gegangen, welche Gründe das hat. Aber bei mir ist das einfach was ganz Allgemeines. Ich habe es einfach im Gefühl, es macht mir einfach Spaß, Filme zu schauen. Filme sind einfach toll. Reicht ja auch, ne? Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Nachwuchsjury. Und damit kommen wir zu unserer Musikvideojury und die stellen wir Ihnen auch kurz vor. Bitte begrüßen Sie unsere Musikvideojury. Anne Rieckhoff. Die Film- und Theaterschauspielerin ist festes Ensemblemitglied am Saarländischen Staatstheater. Außerdem schreibt und inszeniert sie selbst Kurzfilme. Selina Fries. Sie hat 8 Jahre lang beim Radiosender Unser Ding zahlreiche Musiker interviewt und die Kinoredaktion geleitet. Und die Jury, es ist auch nicht so schwer, es sind nur 2, ist vollzählig. Steht gerne mal auf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Unsere Musikvideo-Jury in diesem Jahr. Liebe Anne, ich finde es ja immer toll, wenn jemand so eine Schauspielerfahrung hat. Hat man da eigentlich, was hast du für einen Eindruck, hat man da einen genaueren Blick oder einen anderen Blick auf die Filme, die man guckt? Also ich kenne ja nur meinen eigenen Blick, aber ich vermute, und das haben wir auch letztes Jahr in der Jury gemerkt, dass es einfach nochmal eine andere Komponente natürlich ist, also dass wir einfach von verschiedenen Richtungen dann gucken. Also ich natürlich auch auf den Ausdruck und auf die Geschichte zum Beispiel, wenn eine erzählt wird. Und das war eigentlich eine ganz gute Ergänzung. Ja, also wo ergänzt ihr euch genau, worauf schaust du? Also mir geht es natürlich ähnlich, aber im Musikvideo ist natürlich auch eine Synergie aus Musik und Video und das kann man nicht entkoppeln und ich glaube, da ist es auch nochmal so eine ganz andere Ebene, auf der wir diese Musikvideos schauen und auch beurteilen und wenn uns das irgendwie krass abholt, da fließt dann dementsprechend auch unsere Liebe hin. Also wir diskutieren immer ganz viel, aber es ist auch immer total spannend, weil da halt ganz andere Dinge zum Vorschein kommen, auch in der Diskussion irgendwie, also das ist geil, macht Spaß, ja. Dann einen Applaus bitte für unsere Musikvideo-Jury. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet bestimmt was Gutes finden. Ich habe schon mal reingeschaut, es sind ganz tolle Sachen dabei. So, dann geht es jetzt weiter zu der Jury für den Newcomer-Preis. Sie ist zur Hälfte vorhanden. Steffen Konrad, herzlich willkommen und wir stellen Sie auch kurz vor. Bitte begrüßen Sie unsere Jury für den Newcomer-Preis. Julia Kessler. Die diplomierte Kulturwissenschaftlerin betreut im Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes die Bereiche Medien und kulturelle Filmförderung. Steffen Konrad. Er ist Referent für Film-, Kino- und Festivalförderung sowie für Filmkommission bei der Gesellschaft zur Medienförderung Saarland. Daniel Popat. Der Schauspieler und Regisseur spielt beim Bayerischen Rundfunk in Dahorn ist Dahorn den indischen Pfarrer Burmann. Seine Miniserie All In läuft in der ARD Mediathek. Lieber Steffen, wie ist das denn eigentlich bei den Newcomern? Sagst du da drücke ich vielleicht mal ein Auge zu oder siehst du die Filme genauso knallhart wie bei allen anderen auch? Ja, ich meine, es ist natürlich schwierig. Also man darf eins nicht vergessen, dass da eine enorme Verantwortung dabei ist. Ja? Also wir haben ja junge Menschen, die sich für einen Lebensweg gerade entscheiden, ja.
Und ja klar, möchte man ein Auge zudrücken, weil man möchte auch denen was Gutes tun natürlich. Und dann stellt sich aber die Frage, tut man denen was Gutes, wenn man ihnen vielleicht ein Ergebnis vorgaukelt, das nicht stimmt letzten Endes. Also von daher ja, mit einer gewissen Sensibilität, aber auch der notwendigen Ernsthaftigkeit, ja. Finde ich eine sehr schöne Antwort. Damit einen Applaus für dich. Vielen Dank, dass du schon da bist, hier bei der Eröffnung. Ist immer schön, wenn man euch schon mal zu Gesicht bekommt. Und damit kommen wir zu unserer Stoffentwicklungsjury und das ist diese Jury. Bitte begrüßen Sie unsere Stoffentwicklungsjury. Song Yong Cho. Sie ist unabhängige Filmemacherin und Professorin an der HBK Saar. Mit ihren Filmen erhielt sie unter anderem den Max-Ophüls-Preis, den Gilde-Filmpreis und den DEFA-Nachwuchspreis. Christian Bauer. Er ist Redakteur der Programmgruppe Unterhaltung und Fiktionales beim SR-Fernsehen und zuständig für Fernsehfilme wie den Tatort sowie Kino-Koproduktionen. Jan Berning. Er betreut seit 2015 als Redakteur für den SWR Kinospielfilme sowie Serien und unterrichtet Drehbuchschreiben an verschiedenen Hochschulen. Liebe Sung, herzlich willkommen. Schön, dass du schon da bist. Ich finde, Stoffentwicklung ist immer was ganz Besonderes, also hat eine ganz eigene Art, weil es kommt ja sowohl auf das Filmthema an, als auch auf die Präsentation. Mit was kriegt man dich denn da? Du kennst ja meine Kriterien, ja? Ja, ich weiß, aber ihr sind ja Leute, die haben es doch... Sung, weil es so schön ist, sag's doch nochmal, wie die letzten 5 Jahre. Okay. So, ich bin immer sehr subjektiv, ja, je nach meiner Laune und Lustprinzip. Und momentan habe ich große Lust zu lachen, weil die Welt so verrückt ist und irgendwie ziemlich schlimm, ja. Deswegen möchte ich sehr gerne lachen, aber wie du schon längst weißt, ich mag keine gequillte Scheiße. Und die jungen Leute sollen von dem erzählen, wovon sie Ahnung haben. Ja? Nicht etwas irgendwie so aus der Luft gegriffen. Das heißt, wenn jemand wirklich was erzählt, wo er sagt, ja, habe ich selbst erlebt oder habe ich einen Berührungspunkt zu, dann merkt man das wahrscheinlich auch. Genau, ne? Und dann dieses Jahr besonders Humor. Und sag mal, wie ist das denn bei euch? Ihr seid ja jetzt mehr, du bist jetzt heute alleine da, aber ihr seid noch mehr. Wie macht ihr das denn, wenn ihr euch nicht einig seid? Du hast jetzt auch schon einige Jahre Jury-Erfahrung. Leider, das ist selten passiert. Ja, irgendwie waren wir sehr einig, okay. Obwohl ich ziemlich streitsüchtig bin. Ja. Ich hatte noch keine Chance gehabt. Vielleicht dieses Mal klappt es. Vielleicht tun die anderen jemandem Gefallen, ne? Und dann könnt ihr euch mal so richtig in die Haare kriegen, bevor es dann einen Gewinner, ja, eine Gewinnerin gibt. Ja, zum Thema. Genau, hat man gesehen. Sind ja einige Jahre vergangen. Vielen Dank an dich, Sung. Einen Applaus bitte für einen Teil unserer Stoffentwicklungsjury. Und damit kommen wir, last but not least, zu unserer Wettbewerbsjury. Und das ist diese hier. Bitte begrüßen Sie unsere Wettbewerbsjury. Lucy Hollmann. Bekannt wurde die Schauspielerin als Frieda in Die wilden Hühner. Außerdem war die heute 28-Jährige etwa in dem beim Filmfest München mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichneten Film Lomo – The Language of Many Others zu sehen. Jakob Lass. Der Regisseur erhielt für seinen ersten Kinofilm Love Stakes auf dem Filmfest München den Förderpreis Neues Deutsches Kino in allen 4 Kategorien. Seither ist er als innovativer Filmemacher bekannt, was er erneut in den Filmen Tiger Girl und Sowas von da bewies. Thomas Schäffer. Der diplomierte Kultur- und Medienmanager, Coach, Moderator und Musiker leitet seit 2001 die Nordmedia Film- und Mediengesellschaft in Niedersachsen und Bremen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß, die Sessel sind gemütlich, aber steht doch bitte mal alle einmal auf, dass man euch mal sehen kann. Lucy Hollmann, Jakob Lass, Thomas Schäffer, herzlich willkommen. Liebe Lucy, du strahlst so schön hier, oder? Ja, ist schön hier. Und du warst ja 2019 auch schon mal da. Wie hat es sich denn für dich verändert, so in der Filmwelt? Und was ist für dich heute ein guter Film?
was ist für mich heute ein guter Film? Für mich ein guter Film könnte vielleicht bedeuten, dass ich, wenn ich den Film sehe, dass sich irgendwas in mir oder in meiner Sicht auf die Welt ein bisschen verändert. Das ist eine schöne Antwort. Da will ich gar nicht länger nachhaken, das lassen wir mal so runtersacken, das war sehr poetisch. Hallo lieber Jakob. Hi. Du, haben wir gerade schon gesehen bzw. gehört, du hast ja schon ein bisschen was abgestaubt. Was ist denn für dich ein guter Film? Was habe ich? Du hast schon was gewonnen, oder? Ach so, ja. sorry. Wir üben das nochmal mit der Übersetzung. Isabel Jakob, Jakob Isabel. Hi. Was ist für mich? Ein guter Film. Ein guter Film. Wow, das ist so eine subjektive Frage tatsächlich. Und kannst du mir auch gerne eine subjektive Antwort geben? Ja, werde ich auch, keine Sorge. Ich glaube eben, gerade das ist ja das Tolle, dass ein guter Film einen berühren kann, einen irgendwie zu einem kommunizieren kann, ne, mit mir spricht, auf einer sehr persönlichen Ebene, durch ein Medium, das finde ich halt toll. Eben das ist das Subjektive daran. Und mich, ja, reizen Filme, die mich überraschen auf jeden Fall, die irgendwie anders sind. Und ich glaube, Kurzfilme haben da gerade total Potenzial für, auch Filmsprache anders, vielleicht auch neu zu erfinden und so. Gerade weil alles so kondensiert ist, oder? Da kann man so richtig reinfetzen, würde ich jetzt sagen. Ich übersetze es dir auch gern nochmal. Ja, danke dir. Ja, genau so. Ja, ich liebe auch kurze Kurzfilme. So 2-3 Minuten meinst du? 7 Minuten finde ich eigentlich ganz gut, ja. Warum 7? Einfach so. Okay, das nehme ich dann einfach mal so. Vielen Dank an dich. So, dann gehe ich mal noch eins weiter. Herr Schäffer, Sie sind ja jetzt auch schon ein bekannteres Gesicht hier. Kannst ruhig Thomas sagen. Okay, hallo Thomas, ich bin Isabel. Hallo Isabel. Freut mich. Kennst du vom letzten Mal? Ja, stimmt. Ne? Aber ich duze ja nicht jeden, den ich einmal kurz kennengelernt habe. Stimmt. Oder? Wie machst Wollte du das? Nicht so aufdringlich sein. Tut mir leid. Ist schon okay. Ist okay. Ja, alles gut. Jedenfalls sind wir per Du auseinandergegangen. Echt? Ja. Ah, okay, pardon. Dann liegt es auf meiner Seite, das habe ich mir nicht gemerkt. Die schöne Atmosphäre dieses Festivals auch. Ja, das stimmt. Ja, sag mal, Thomas, jetzt wo wir beim Du sind, kann ich ja alles fragen. Ja, mach mal. In der Juryarbeit, da hast du jetzt auch schon einiges erlebt. Wie ist denn das für dich eigentlich immer, ja, mit so einer unterschiedlichen Jury zusammenzuarbeiten und auf was freust du dich jetzt die nächsten 4 Tage? Genau auf das. Also das Besondere mit den, ich werde schon bestochen hier, mit netten Gesichtern. Nein, ich finde das Besondere und ein besonderes Privileg, nicht nur so viele Filme sehen zu können in dieser Dichte, sondern dann auch mit fachkundigen Menschen sehr unterschiedlicher Couleur darüber zu sprechen. Also das, der Film als solcher wird irgendwas mit mir machen, hoffe ich. Das ist die Erwartung, die ich an ihn habe. Aber dann das nochmal zu reflektieren, das finde ich großartig. Und das hat mir letztes Jahr super gefallen und insofern bin ich total gerne wiedergekommen. Damit wir so einen kleinen Eindruck haben, wie lange diskutiert ihr eigentlich, bis ihr da jemanden habt, wo ihr sagt, okay, das ist es jetzt? Also wir hatten letztes Mal eine ganz gute Arbeitsweise. Wir haben immer in den Pausen schon reflektiert. Man kann das nicht bis ans Ende schieben und es wäre ungerecht für die, die dann ganz am Anfang waren. Dann haben die Letzten eigentlich einen Vorteil, sodass man da das ganz gut auch dokumentiert hat ein Stück weit. Wir waren uns relativ schnell auch in den Dingen einig. Also es gab gar nicht so große Dispute, leider. Das kann ruhig auch dazu kommen. Also ne, wir heizen uns schon ein bisschen ein, das finde ich gut. Aber es ist tatsächlich eine sehr harte Arbeit, weil es 77 Filme sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die völlig unterschiedlich sind, auch in der Vergleichbarkeit eben auch sehr schwierig sind. Und dann ist das ein Einigungsprozess und das Härteste ist der letzte Abend. Nach dem letzten Block, wenn man dann sich zusammensetzen muss und tatsächlich zu den Entscheidungen kommen muss, dann wird es nämlich nochmal richtig, geht es ans Eingemachte. Und letztes Jahr war es sehr nett. Axel hatte hier irgendwo Wein eingekauft und den Gepäckraum voller Wein. Und das hat uns die Arbeit versüßt ein bisschen. Also es wurde lang. Und dann kommt ja noch dazu, wenn man dann die Entscheidung gefällt hat, schreibt man noch eine Laudatio. Das ist also eine kurze Nacht. Dann am Frühstück wird das noch mal so ein bisschen abgeglichen, damit es keine Dubletten gibt. Dann gibt es das Frühstück und dann geht es schon auf die Bühne. Ich sehe es schon an deinen Augen, es macht sehr viel Spaß. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, den einen oder anderen Streit. Ist ja offensichtlich gewünscht. Und die Disput, sagen wir. Bisschen sich reiben, ne? Genau, bisschen sich reiben. Reiben erzeugt Energie, sage ich auch immer. Vielen Dank an unsere Wettbewerbsjury. Schön, dass ihr schon vollzählig auch hier sitzt. Und damit
Haben Sie schon einen kleinen Eindruck? Habt ihr schon einen kleinen Eindruck gesammelt? Und wir kommen jetzt auch zu den Filmblöcken. Ich habe beide schon gesehen. Es ist Filmblock 1, Filmblock 2, die wir uns hier jetzt gemeinsam teilen. Sie sind ganz toll. Ich muss gerade noch mal gucken. Genau, es geht in Filmblock 1, der läuft unter dem Titel In Gesellschaft. Es geht um Menschen, die ihre Leidenschaft leben, die versuchen, in der Gesellschaft anzukommen. Es geht um die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit und mich haben sie sehr bewegt. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so viel mehr sagen. Wir schauen sie relativ schnell hintereinander. Wir machen auch zwischen Filmblock 1 und Filmblock 2 noch eine kleine Pause. Filmblock 2 soll um 20.30 Uhr anfangen. Da haben einige noch Karten für, die noch dazukommen. Und wir werden auch zwischendrin mit den Filmschaffenden ganz kurz reden, damit ihr sie schon mal kennenlernen können, damit sie sich schon mal kurz kennenlernen können. Und längere Filmtalks werden wir dann aber später machen. Also heute Abend geht es vor allen Dingen um die Filme. Und damit sage ich einfach Film ab und gute Projektion.